Ja, damit willkommen zu einem neuen Video. Meine lieben Modellbahnfreunde, es gab mal wieder etwas Neues, wie ihr es wahrscheinlich mein Thumbnail gesehen habt, also auf dem Titelbildschirm. Ich will gar nicht groß drum reden. Hier haben wir schon die schönen Wagen. Es sind vier Wagen der tschechischen Bahn, České dráhy. Ja, doch. Und ich würde mal sagen, ich hole die jetzt mal raus. Ja, gerne könnt ihr mir auf diesen Plattformen folgen, die hier gerade eingeblendet sind. So wie TikTok, Instagram oder mein WhatsApp-Kanal. Ja. Fangen wir an mit dem zweite Klasse-Wagen. Ich packe die jetzt erstmal alle raus. Ich lege die mal dahin. Also einen zweite Klasse-Wagen. Dann noch einen zweite Klasse-Wagen. Dann einen weiteren zweite Klasse-Wagen. Und zu guter Letzt noch ein erste Klasse Wagen, um den Wagenset komplett zu machen. Die Wagen haben die Artikelnummer von der vom erste Klasse Wagen 43762 und von der zweiten Klasse 42745. Die Wagen sind total neu, die sind aus der neuen Kollektion von Märklin von 2024. Ich stelle jetzt mal auf die Gleise. Und dann melde ich mich wieder. Noch eine wichtige Info zu meinem weiteren YouTube-Kanal für Lauf die nächsten Monate, Jahren, genauso wie für TikTok, Instagram und sonst irgendwas. Durch das ich meine Ausbildung jetzt angefangen habe, habe ich nicht mehr allzu viel Zeit und werde nicht mehr allzu viel Content produzieren können. Es tut mir leid, es ist halt so, ich bin mit der Ausbildung viel unterwegs, beziehungsweise habe nicht allzu viel Zeit. Es tut mir leid. Nur mal das am Rande, ich packe jetzt mal die Wagen auf, stelle sie auf die Schienen, die 101 steht nämlich schon bereit. Ja. Also, bis gleich. Damit sind alle vier Wagen angekuppelt. Ich zeige euch gleich noch ein paar Nahaufnahmen und lasse den Zug jetzt erstmal noch ein, zwei Runden fahren. Mal ein ganz guter Vergleich. Also die LED haben die Wagen aus Tschechien nicht. Wie die Intercity-Wagen allerdings dürften die ungefähr gleich lang sein. Ja, ich zeige euch jetzt gleich nochmal eine Nahaufnahme, wo ihr alle Wagen, also die vier Wagen nochmal genau seht. Ja, 101 passt ja. Die sind ja früher auch mit 101 gefahren. Ja. Also die Wagen habe ich beim Modellbahnhändler gekauft und wenn ihr sie nochmal alle genau sehen wollt, beziehungsweise zusammen, seht ihr jetzt hier gerade das Foto eingeblendet. Ja. Also ich glaube, damit habe ich sie euch genug vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Auf jeden Fall sind die Wagen aus dem neuen Programm von Märklin. Also die sind dieses Jahr frisch auf den Markt gekommen. Also die waren dieses Jahr im großen Katalog. Die hat Märklin mal, ich glaube 2017 oder 2018 schon mal rausgebracht. Die sind wohl saugut gegangen, haben aber jetzt neue Artikelnummern und alles. Die Wagen der zweiten Klasse sind alle Abteilwagen. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen konnte. Ich glaube, so erkennt man es noch ein bisschen. Schade ist nur, beim ersten Klassewagen ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, aber wenn die eh keine Idee haben, ist eh nicht so schlimm, dass der erste Klassewagen 2 plus 2 Beschulung hat und dass er halt in der Realität eine 2 plus 1 Beschulung hat. Was ich ebenfalls schade finde, aber da kann ich jetzt auch nichts dafür, von Märklin halt, ist es halt so, dass es nur Abteilwagen sind. Also ich hätte jetzt auch gerne einen Großraumwagen oder so gekauft, statt drei Abteilwagen. Aber ich finde, das ist auch nicht allzu schlimm. Ich finde die Wagen wirklich wunderschön, das Blau ist schön. Traurigerweise im Original, die sollen ja wohl nur noch bis Ende Dezember fahren. Ja, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, mit den Videos, es wird nicht mehr so häufig ein Video kommen.
Ich versuche mich auf zweimal die Woche noch zu beschränken. Wenn es nur einmal ist, dann tut es mir auch so leid und die Videos werden nicht mehr so intensiv erstmal sein. Ja, also damit würde ich sagen, ich bedanke mich wirklich sehr fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne auf diesem Video ein Like und ein Abo da. Gerne könnt ihr mir auch auf anderen Plattformen folgen wie TikTok, Instagram oder meinem WhatsApp-Kanal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.